die Universalkünstlerin Tanja Hangartner hier mit ihrer Kollegin zusammen im Museum Prestegg Salzstetten zum Putzenmarschblas. Dann ist die fünfte Jahreszeit Salzstetten definitiv abgebrochen. Der mal eine ganz besondere fünfte Jahreszeit. Die oberste Instanz in Altstädten, einmal mindestens bis zum 5. März. Die Röderli-Butzen sind nämlich 100-jährig. Und das eben wird gebührend gefeiert. Am 1. Februar ist im Museum Prestegg in Altstädten eine Ausstellung eröffnet worden, die bis in Oktober dauert. Und Altstädten ist aufmarschiert, zahlreich, wie sich das gehört. Aber lassen wir noch mal rein in Putzenmarsch mit der Anja Hangartner und Querflöte. Tanja Hangartner, die Künstlerin übrigens, hat ja auch Plakette 2018 kreiert und gehört auch zum Autorenteam vom Buch über die Altstädtner Fasnacht und Trölliputzen, das es schon seit dem 11. November zu kaufen gibt. Die Probe der Ausstellungseröffnung ist hervorragend gelungen. Ja, die Museumseröffnung ist über den Auftakt der Jubiläumsfestivitäten vom 15. bis zum 17. Februar, wo eigentlich ganz Europa nach Altstädten kommt. Trockenchef Alex Zennhäuser hat im Namen der Röderli-Putzen die Anwesenden begrüßt. Mit grosser Freude und Stolz darf ich im Namen des jubilierenden Röderli-Putzen-Verein Altstädten zur heutigen Eröffnung von der Sonderausstellung zum europäischen Kultur- und Brauchtumstreffen im Museum Altstädten Sie herzlich willkommen heißen. Die Röderli-Putzen sind in Altstädten eindeutig die Newcomer der letzten 100 Jahre, wie es so schön heißt. Im 19. Jahrhundert waren sie der Schrecken von Pfarrern, Lehrern und Gebildeten, welche nichts unversucht ließen, um diesen Gesellen den Garaus zu machen. Nicht zufällig besammelten sich die Röderli-Putzen damals in der Kugelgasse, der wohl berüchtigtsten und verruchtesten Gasse in Altstädten. Also die Favelas in Rio de Janeiro sind direkt heilig gegen die Kugelgasse im 19. Jahrhundert, so wie sie mir geschildert wurde. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1919 haben sich die Röderli-Putzen jedoch zum Stolz von Altstädten entwickelt. Alle, insbesondere auch die Kulturbeflissenen in St. Gallen, wünschen sich kulturelle Leuchttürme. Die Röderli-Putzen sind ein kultureller Leuchtturm. Alle wünschen sich internationale Ausstrahlung. Die Röderli-Putzen haben internationale Ausstrahlung. Alle wünschen sich einen riesigen Publikumsaufmarsch. Die Röderli-Putzen haben einen riesigen Publikumsaufmarsch. Sie haben also alles, wofür andere Studien durchführen, viel Geld ausgeben, Marketingkampagnen durchführen. All das machen unsere altbewährten Röderli-Putzen sozusagen in Heimarbeit. Apropos Heimarbeit und Heimat. Vom 15. bis 17. Februar beheimatet Altstädten 35 Kultur- und Brauchtumsgruppen aus 15 Nationen. Das alles sieht man eben jetzt auch im Museum Prestegg. Altstädten ist also sicher in dieser fünften Jahreszeit klar die Europa-Metropole. Und das ist natürlich auch rein sprachlich eine Herausforderung. Der Alex Zennhäuser. Ja, also die grösste Herausforderung ist sicher die sprachliche Barriere die von diesen 15 Ländern natürlich, oder? Und jetzt wirklich, um alles auf den gleichen Nenner zu bringen, dass nachher alle zufrieden hier in Altstädten schöne Tage verbringen an diesem Jubiläum.
Der Röllibutzenverein wird sicher alles daran setzen, dass das so wird sein. Es lohnt sich also beides. Der Besuch im Museum Presteck. Die Ausstellung ist mit Unterbrüchen bis im Oktober dienen offen. Aber natürlich lohnt sich eben natürlich auch der Besuch vom 15. bis 17. Februar bei diesen Brauchtums- und Kulturfestivitäten, wo Europa eben nach Altstädten kommt. Was genau passiert? Nochmal der Alex Zehnhäuser. So, am Freitagabend ist der Fackelumzug. Jawohl. Der ist am 15. Aha. Und am 16. sind Aufführungen in der ganzen Stadt, wo man die Länder oder die Brüche anschauen kann, auf vier verschiedenen Plätzen. Und am Sonntag ist dann der grosse Brauchtumsumzug. Eben am 17. Am 17. Ab. Da ist aber das Brauchtum. Genau. Das ist Kultur und Brauchtum. Genau. Und nachher, die ordentliche Fasnacht, ist dann am 3. März, dort ist der Normalfass nach Sonntagumzug, Jubiläumsumzug. Gott sei Dank zwischen deinen 1,5 Wochen bis 14 Tage Pause, wo wir uns erholen können und stärken können, dass wir nachher ins Jubiläumswochenende gehen können, dann ins zweite. Aber das schreckt keine Geissen weg. Also Fasnacht, ich war ja zweimal dabei in Deutschland. Also das ist etwas, wo man ja, eben auch muss Standfestigkeit haben muss. Ja, das ist sicher. von der ganzen, ja, von der Organisation natürlich auch, aber dann natürlich auch von der Zeit her, wo man oft dabei ist, natürlich, klar. Was wäre so dein grösster Wunsch? Wir haben den 1. Februar, gell? Die Eröffnung Museum hier Presteck, das ist ja bis im Oktober, ja, läuft die Ausstellung da. Was wäre so dein grösster Wunsch jetzt Anfang Februar? Mein grösster Wunsch Anfang Februar wäre, dass wir an beiden Wochenenden von diesen Jubiläumsfestivitäten kein Regen und kein Schneefall haben, sondern einfach trockenes, kaltes, kühles Wetter. Carlo Pinardi, du bist eigentlich der Putzenkönig, gell? Der Präsident des Vereins Rödeli Putzen. Du bist schon ewig lang dabei, oder nicht? Ja, ich bin der sogenannte Putzenkönig, weil der Vereinspräsident von der Rödeli Putzen ist gleichzeitig der Putzenkönig. Der hat darum auch einen speziellen Hut, der mit den weißen Federn. Ja, ich bin schon sehr lange dabei, über 40 Jahre. Bin über 15 Jahre jetzt Präsident. Und ja, es macht immer noch Freude. Und ist auch streng? Es ist streng. Momentan ist es sehr, sehr streng, weil wir einfach das grosse Jubiläum vor uns haben, plus eine Jubiläumsfasnacht. Weißt du, ich habe mir immer vorgestellt, Fasnacht war für mich immer so Rambazamba, rumsickeln, Seich machen und so. Da habe ich festgestellt, bei euch ist das eigentlich nicht so. Ihr habt natürlich auch Plausch, aber du bist sehr streng, gell, mit den Leuten. Also bei dir läuft das noch einmal einen gewissen Plan ab. Und wenn dann einer nicht gerade so spurt, dann sagst du das auf deine gute Art auch, oder? Ja, ich denke, gewisse Ordnung muss immer ein Verein. Und man tut ja gewisse Sachen auch gegen aussen repräsentieren, den Verein, Altstädte. Und eben dann haben wir Röllerbutz. Und da ist schon wichtig, dass man ja, ein gewisses Mass an Disziplin mitbringt. Wobei wir haben auch sehr gesellige Runden, wo dann der Präsident vielleicht auch nicht mehr alles sieht oder nicht mehr all dabei ist. Ja, Rüdeli Putzen, woher kommt denn das? Es ist ja 1919, gell, ist das Ganze entstanden? Ja, 1919 ist entstanden. Also der Name kommt vom, wie man hier sieht, von der Rüdeli. Jawohl. Und von der vermummten Gestalt. Aha. Von dieser Maske. Also eine vermummte Gestalt ist ja auch ein Butz. Und von diesen zwei Wörtern, Rüdeli, die feinen Glöckchen, die man hier um den Bauch mitträgt und mit der Maske, von dort her kommt der Name Röllerbutz. Röllerbutzen gibt es schon sehr, sehr lange. Also die ersten Erwähnungen sind im 17. Jahrhundert, Mitte 17. Jahrhundert, sind dann immer wiederkehrende Verbote ausgesprochen worden von der Stadt. Warum denn? Ja, weil halt mit den Konfessionen hat es zu tun, dass die Katholischen sind Röllerbutzen und die Protestantischen nicht immer ganz so Freude an dem Treiben hatten. Und wir haben auch relativ viel Verbot bekommen vom Kanton aus, aber der Röllerbutz hat sich immer wieder durchgesetzt und schlussendlich ist dann bis ins letzte Jahrhundert ist es so hin und her gegangen und bis sich dann ein paar Leute entschlossen haben, um einen Verein zu gründen und ja, gewisse Sachen, gewisse ordentliche Anführungs- und Schlusszeichen einzubringen. Und gell, du hast vorher gezeigt, oben eben der Putz und unten die Röllerli und dann hast du noch die Spritze, gell? Also das ist ja auch etwas. Dann fängt einer an zu kumpen und dann werden die Zuschauer abgespritzt. Ja, das ist wahrscheinlich das Urteil von der Altstädter Fasnacht, nämlich die Spritze, das Fruchtbarkeitssymbol, wo wir die Leute in der Menge oder ja, am Umzug anspritzen. Da ist eigentlich manchmal fast ein bisschen näher,
gewisse Leute haben nicht so Freude, wenn es kalt ist und man kommt noch einen Spritz kaltes Wasser rüber, ist es manchmal nicht so angenehm. Aber es ist sicher ein Urelement von der Altstädter Fasnacht, die Spritze. Und für euch manchmal streng. Weißt du, in Treiberg kann mich erinnern, haben wir so Mineralwasserflaschen mitgenommen. Es ist immer geheißen, jetzt kann es nicht mehr geheißen. Hast du noch Wasser? Haben wir nachfüllen müssen, gell? Ja, es ist halt so, dass wir Zahlschütten sehr viele Brunnen haben. Und da wissen wir ja, wo der Brunnen ist. Also wenn man in Marken reinläuft, wissen wir, dass man bei der Sternenapotheke einen Brunnen hat. Dann füllt man dort wieder, dann kommt man bis zu der Markgasse. Ja, und dann wieder bis in die Breite rauf. Dann tut man halt ein bisschen einteilen, weil Zahlschütten wissen wir ja wirklich, wo unsere Brunnen stehen. Genau. In dem Sinn. Und Treiberg hat man lange so warten, durch über den süddeutschen Fernseher drin war, hat es einen Rückstau gegeben, aber ihr habt immer wieder nachgefüllt, dann immer wieder für Action gesorgt. Ja, das stimmt. Wobei dort ist das Wasser auch noch von oben runterkommt, das haben wir auch nicht so gern, weil das schadet unseren schönen Feder am Hut. Ja, genau. Das ist natürlich schade, wenn dann da alles nass ist, dann sehe ich jetzt so verpappt und zusammengeklebt aus. Das haben wir nicht so gern. Dann erstrahlt der Röllerliputz natürlich nicht in dem Glanz, wie jetzt hier oder eben bei Sonnenschein, ist das sicher schöner, als wenn es regnet. Und das Outfit, das ist wichtig, dass man es richtig anhat, dass man es auch richtig eben zelebriert. Ja, es ist natürlich schon wichtig. Also, was eigentlich fast das Wichtigste ist jetzt, also im ersten Moment, ist, dass die Altstädterfarben hier sicher über der Kantonsfarben sind. Also rot, man kann sich da eigentlich ganz einfach merken mit diesen zwei R. Rot ist rechts, also das Band von der Altstädterfarben tragen wir auf der rechten Schulter und Kantonsfarben, die sind uns ein bisschen, ja, nicht so wichtig, also in Anführungs- und Schlusszeichen natürlich, darum tragen wir die auf der linken Schulter. Ich war auch immer fasziniert von euren Bolognese. Also ganz durchschaut habe ich das nie, aber ihr seid immer mit einem sicheren Schritt, wisst ihr genau, wie ihr da die Schnecken einrollen, wieder ausrollen. Ja, eigentlich wissen sie, weil wir proben ja da, aber es hat auch sehr viele erfahrene Mitglieder, wo die vier Reigen, die wir aufführen, zwei mit ihrer Dame, zwei ohne ihrer Dame, die sind ziemlich sicher. Aber herausgefunden, also den Schluss haben wir immer wieder gefunden und am Schluss sind wir immer hinter dem Polonäusführer wieder gerade durchgestanden und er hat den Rölliputzen rechts umgerufen oder Rölliputzen links um und dann nachher ist der Reigen fertig gewesen. Und eben dann der Sternmast, gell, von allen Seiten her, wo ihr könnt. Also es ist schon sehr organisiert. Also einfach ist etwas anderes, habe ich das Gefühl. Es ist ja so, dass wir am Dienstagmorgen, das ist natürlich in dem Sinn unser Rölliputzentag, weil wir treffen wir uns relativ früh. Dann kommen wir von drei Seiten, von Kirlen, von Lüchegen und von der Stadt auf den Engelplatz. Mache ich dort den Polonaise beim Brunnen dort. Dort hat sie auch schon wieder einen Brunnen. Dann genau. Die Spritze schon füllen, dann gehen wir Mehlsuppe essen. Und wenn wir nicht vergessen dürfen, dass wir unsere betagten Leute gehen besuchen oder kranken Leute. Wir gehen ins Spital und wir gehen in die zwei Pflegeheime. Und da ist mir ein grosses Anliegen, dass wir die Tradition, dass wir die alle Bewohner gehen besuchen. Und darum machen wir das. Und ich hoffe, ja. Man sieht es auch, dass die Leute, die Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Heimen, und auch wenn jemand krank ist, sehr grosse Freude haben, wenn wir die Fasnacht, die Anführungszeichen, oder das Putzenwesen auch dort rausbringen. Das habe ich bestätigt. Ich bin ja vorausgegangen ins Spital. Ich habe gesehen, auf den Gängen, in den Zimmern, haben schon gewartet. Wenn können's. Also ist es gerne ein grusiges Wetter gewesen. Aber ihr bereitet wirklich da weit um, wirklich eine grosse Freude an den Leuten. Ja, ich denke es auch. Es ist natürlich einfach die Erscheinung vom Rölleriputz sind natürlich für viele Altstädter oder von denen, die hier aufgewachsen und hier wohnen, natürlich auch irgendwie Kindheitserinnerungen. Vielleicht war der Vater Rölleliputz, vielleicht war der Bruder, vielleicht waren es Ehrendamen. Und das sind natürlich einfach Sachen, wo man sich dann wieder an tolle oder schöne Stunden erinnern kann. Und ich denke, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, für mich ist das sehr wichtig, dass wir die Leute besuchen, nicht anschauen und sie uns anschauen können. Genau. Ihr könnt aber natürlich auch Leute anschauen, gell? Also zum Beispiel, ihr kennt natürlich auch weit rum. Also Europa kommt es daher, aber man kennt euch auch in Europa. Ihr seid überall gewesen. Also der Alex hat schon gesagt, Amerika gehört nicht zu Europa, aber es sind Belgien gewesen, Deutschland etc. und so weiter. Bist du selber auch schon in Amerika gewesen? Ich bin selber hier auch dabei gewesen. Es war eine riesige Vorbereitung. Zeit gewesen, bis wir dort hatten, wo wir dort hatten. Und in den europäischen Ländern bin ich eigentlich dort, wo die Röllerliputzen waren, bin ich überall dabei gewesen. Wir sind natürlich auch zum Teil als Vertreter an gewissen Landesausstellungen genau gewesen. Da war aber wieder die Anfrage vom Kanton oder von der Stadt.
Aber in der Fasnachtsszene haben wir uns schon einen Ruf geschaffen, weil der Röllerputz als solches, die Einzelfigur, die gibt es eigentlich, das gibt es einfach nicht, das gibt es nur in Altstädten. Und da mit dem Outfit, das wir heute haben, wo seit über 100 Jahren praktisch null Veränderung erfahren hat, das sieht man auch hier auf den alten Bildern, wenn man da mal überschwenkt. Gut, ja, genau. Sieht man eigentlich, das Kostüm ist im Ganzen so gerne nicht ohne Veränderung bis zum heutigen Datum. Das Einzige, was sich geändert hat, sind, wie ich anfangs gesagt habe, die zwei farbigen Bänder. Man sieht es hier oben vielleicht auch noch auf dem kolorierten Bild. Jawohl. Aber sonst, die Uniform, der Hut, ist vielleicht ein bisschen feiner geworden. Man hat den vielleicht ein bisschen der heutigen Zeit angepasst. Aber ich glaube, der Röllerputz als solches hat sich überhaupt, die Figur hat sich nicht verändert. Und da sieht man auf diesen alten Dokumenten und da sieht man auch, wenn wir jetzt unser Buch anschauen oder alte Bilder bis heute. Früher waren es einfach schwarz-weiß Fotos, aber man sieht auch dort, das Kostüm hat sich nicht verändert. Das finde ich wichtig und das ist auch schön, dass man da etwas hat können, über Jahrzehnte, ja, kann man sagen, jetzt mittlerweile über Jahrhunderte so erhalten. Genau. Du hast angesprochen mit Fasnachtsbeginn am 11. November vom letzten Jahr, 2008 ist das Buch rausgekommen, am 14. Februar wird der Film gezeigt. Also auch eine grosse, eher nicht gerade jede Fasnachtsgesellschaft hat so etwas, oder? Ja, uns war ja wichtig, als wir das Jubiläum angefangen haben, wie der Alex schon gesagt hat, dass man die Sachen mal festhalten tut. Da haben wir bis jetzt zum Teil nur gehabt. Und uns war wichtig, dass wir etwas, ein Werk schaffen, das auch nachhaltig ist, das auch gewisse Sachen aufzeigt, was der Röllerliputz macht. Die Polonaise sind jetzt, Gott sei Dank, auch einmal in Wort und Bild gefasst worden. Und auch die anderen Sachen sind im Buch enthalten. Da mit dem Film, da sind wir, glaube ich, irgendwie per Zufall ein bisschen dazugekommen, indem das uns der Kuno angefragt hat, was, ihr seid 100-jährig, dann könnt ihr einen Film machen über die Röllerputz. Und es freut uns natürlich, dass wir mit einem so erfahrenen Mann wie der Kuno haben dürfen, da Statisten oder ja, vom Statist bis zu der Hauptrolle alles haben dürfen sein. Ihr seid eindeutig die Hauptrolle, das kann man sagen. Und du hast es auch immer sehr, sehr ernst genommen. Das habe ich auch gemerkt, oder? Jetzt sind wir im Museum drin. Da kann man bis im Oktober mit einem kleinen Unterbruch kann man da sich eben mit dem befassen. Also mit denen, die hierher kommen, von Europa und natürlich dann mit euch. Du bist noch arbeitstätig, so ein bisschen nebenbei, könnte man wahrscheinlich sagen, oder? Also für dich ist das irgendwie sonst fast ein ganz Jahresjob, oder? Ja, es ist schon so, dass die das OK, das jetzt hier tätig ist, sehr viele Stunden in der Freizeit, alles in der Freizeit macht oder sogar Ferien opfert oder Freizeit opfert. Aber ja, wir können jetzt einfach hoffen, dass der Wettergott uns wohlgesinnt ist, dass viele Besucher auf Altstädten kommen. Das wäre eine Art Schönste, wenn man wirklich durch volle Gasse dürfte laufen, da würde uns am meisten freuen. Ja, das wäre eigentlich ja, wieder auf unsere, für das Jubiläum das Wichtigste.